Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Stapelbach. Wir haben da vorne schon das, also hier schon das Vorgewende fertig. Jetzt sind wir hier und machen schnell dieses Feld noch fertig. Und dann ist wir noch Feld 96 und Feld 100 anfangen. Schauen wir mal, wie weit wir in dieser Folge kommen. Wenn nicht, kommt das in der nächsten Folge wieder. So, es geht. Und wir gleich mit Vorgewende fertig und dann ab zum nächsten Feld. Wenn wir mit Felder bestellen fertig sind, würde ich sagen, fangen wir an, ein paar Grasfelder zu ernten. Also das eine Grasfeld, das ich habe, zu ernten und sind wir nämlich mit dem Aufbau fertig. Ah, hier wurde schon gegrubbert. Irgendwie. Ah nein, hier wurde doch noch nicht gegrubbert. Oder gepflügt. Sind schön lange Felder. Hier ist es auch viel, viel schwerer, ein wenig Geld zu verdienen, weil man auch nur einmal, also nicht dauerhaft Geld verdienen kann, sondern nur teilweise. Also mit Milch schon, aber wenn man jetzt keine Kühe hat, dann kann man nur dann Geld verdienen, wenn Erntezeit ist oder wenn man irgendwas anders macht. Aber also wenn Forst machst oder so. Aber nur als Standardlandwirt, der nur Flächen bewirtschaftet und keine Forstwirtschaft macht. Bei denen ist halt viel schwerer. Ich habe erstmal vor, ein bisschen normal zu verdienen als Landwirt und irgendwann dann ist Forstbusiness für Winter oder Herbst einzusteigen. Und dann war's das. So, wenn wir ins Forstbusiness einsteigen, würde ich sagen, fällen wir erstmal diese Bäume, die da die ganze Länge hier sind,
Und die Felder, die am Rand meines Feldes sind, dieses Feld ist zwar nicht sehr breit, aber beide Felder sind sehr lang und es ist sogar besser als die Breite, weil du dann nicht so oft umdrehen musst und das ist auch sehr gut. Du bist dann auch um einiges schneller. Okay, dann drücke ich hier nochmal Z, dann ordne ich mich hier ein und fahre hier bis nach vorne, damit das eine Linie ist und dann kann ich weitermachen. Weil das ist auch nicht so schön, wenn da teilweise was weggegrubbelt ist, teilweise also weggepflügt und teilweise ist Gras und so. So. Also rechts oben. Also wie man sieht rechts oben habe ich den echten Uhrzeitmod. Jetzt könnt ihr sehen, wann ich dieses Video aufnehme, welche Uhrzeit. Und ja, die Rundumleuchten, die auch auf drin war, schauen sehr geil aus, muss ich sagen. Schau, wenn man schaut, wenn man das Gewicht abhängt, dann ist der Flug sehr schwer und der drückt den Traktor vorne sehr hoch auf. Das heißt, Schalenken, die Vorderräder, die drehen sich sehr stark durch und das merkt man. Und davor habe ich das
800 Kilo Gewicht, glaube ich, gehabt und das 1500 Kilo Gewicht. Die haben beide nicht geholfen und jetzt habe ich das 1800 Kilo Gewicht. Wäre vielleicht mit dem 1150 Kilo Gewicht auch, also es hätte mit dem auch funktioniert, nur trotzdem war die Standhaftigkeit trotzdem nicht so gut wie mit dem 1800 Kilo Gewicht, deswegen habe ich mich für das 1800 Kilo Gewicht entschieden. Ja. Wenn dieses Video fertig ist, weiß ich nicht, ob wir dann mit diesem Feld auch schon fertig sind. Wenn ja, dann werde ich vielleicht offline Teile der Felder schon sehen und dann ein, zwei Felder werde ich dann im Video machen. Damit es nicht zu langweilig wird, mache ich nur ein, zwei Felder sehen im Video. Also jede Tätigkeit, die ich mache, die langweilig werden kann oder die langweilig ist als Zuschauer, die wird nur ab und zu gebracht und wenn sie gebracht wird, ein, zwei Felder und nicht zu viel, damit sich ihr Zuschauer nicht so langweilt, damit ihr auch Spaß habt beim Zuschauen. Im Multiplayer wird das, also wenn wir dieses im Multiplayer zum Beispiel versetzen würden, dann wird das anders sein und wenn wir hier CP, also Cosplay oder andere Helfersysteme benutzen, dann werde ich auch durchgehend jedes Video aufnehmen, aber sonst würde ich das so machen, weil dann würde ich die meiste Arbeit vom Helfer machen lassen. Wenn ich mit Lukas zum Beispiel ein Video aufnehme, Multiplayer spiele, dann werde ich das Video meistens irgendwie anders machen. Also werden wir uns abwechseln, dann macht der halt 10 Felder und der andere 10 Felder. Aber das mit Multiplayer, das muss ich noch mit Lukas besprechen. Schauen, was er dazu sagt. Oder vielleicht möchte auch wer anders mitspielen. Aber so wäre meine Idee gewesen, wenn ich alleine nicht mehr zurechtkomme, wenn zu viel Arbeit ist und ich sehr stark gestresst bin in diesem Let's Play, dann werde ich ihn fragen. Oh, da merkt man, wie der Traktor zu kämpfen hat. Also die Traktoren sind beide Mitteltraktoren. Der 6M war das und der 620er. Der hat 100, sechs-sechs-zwanziger, der hat 125 PS und der hat 100,
Nein, den habe ich nicht, den habe ich auch nicht. Hey, welche waren das? Ah, stimmt, da war ein kleiner Traktoren. Oh. Wir gehen gleich weiter. Das war der, der hat jetzt 140 PS, oder? Standard hätte er 130. Und ich glaube, ich habe ihn, ja, auf 140 PS, also der ist derzeit der stärkste. Er ist maximal aus, also mit dem PS aus der höchsten Ausführung, und diesen anderen, den ich da habe, das ist der, der geht bis zu 200 PS, also das passt. Wenn ich dann größere Fahrzeuge, also größere Sachen zu transportieren und zu grubbern und mit dem ganzen Zeug habe, kann ich ja den anderen auf 200 PS auch mal aufmotzen oder mal nur 100, 108, ich weiß nicht, wie viel da noch geht. Muss noch mal schauen. Der geht. Sechs 20er, dann hat das 160 PS mit 629er, mit 629S oder 200 PS. Also auf 160 kann ich ihn dann mal rauf und dann auf 200. Also das würde funktionieren. Aber der Traktor schaut schon gut aus mit der, mit der Schnauze. Ja. Schon die sind auch schöne Fahrzeuge. Damit will ich euch nicht sagen, dass Fendt oder Steyr oder andere Fahrzeuge schlecht sind, aber mir gefällt auch John Deere sehr gut. Deswegen habe ich auch in diesem Projekt mit John Deere als Startfahrzeuge angefangen. Wir können auch weitermachen mit auch mal mit einem Fendt, dann können wir ein Glas kaufen, wir können auch Steyr. Egal, schlagt halt einfach ein paar Mods vor. Ihr schreibt in die Kommentare am besten, und dann könnt ihr auch noch sagen, welchen Traktor wir als nächstes uns kaufen könnten. Also das wird noch länger dauern, aber halt rechtzeitig, damit wir das rechtzeitig ausmachen können, weil wenn ich jetzt viel offline spielen werde, weiß ich ja nicht, wie viel ich offline spielen werde, und dadurch kann man das gleich schauen, was für welches Fahrzeug wir uns dann holen. Oh, der hat auch ein starkes Licht. Einfach geil, dieses Fahrzeug. Jetzt habe ich schon fast 20 Minuten aufgenommen. So. Ja.
Ich warte noch kurz und dann wird das Video beendet. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.